Ja, mein Name ist Christian Müller, ich komme aus Heiligkreuz, Welt. Ich bin gelernter Winzer. Wir arbeiten auf dem Weingut Steinersteg. Wir tun etwa 4 Hektar Reben bewirtschaften, davon der grösste Teil Pinot Noir. Aber wir tun auch ein relativ grosses Sortiment an verschiedenen Traubensorten, wie zum Beispiel Chardonnay, Sauvignon Blanc, Pinot Gris, Müller-Thurgau. Uns ist relativ wichtig, dass wir naturnah produzieren und dass wir auch Mittel erst einsetzen, wenn wir einen Schädlingsbefall haben. Ich bin jetzt hier gerade am Trebenbrennen. Der haben wir jetzt die Hürde Frühling geschnitten worden. Jetzt binden wir es und warten dann auf den Austrieb. Eben, wie gesagt, wir relativ viel Mühe auch für die Umwelt. Für die Nützlinge zum Beispiel haben wir schon lange eine Durbegrünung, wo wir relativ hoch wachsen lassen, dass die Nützlinge auch Nahrung haben, dass sie immer blühende Pflanzen haben und dadurch können auch überleben und die Population schon hoch ist, wenn der Schädling kommt. Von meines Erachtens ist es bei der Annahme für die Trinkwasserinitiative mit Europäer-Rebsorten nicht mehr möglich zum Wein machen. Und daher stellt sich die Frage, ob man aufhören soll oder ob man aus dem Direktzahlungssystem aussteigen soll. Und nachher könnte man eigentlich machen, was man will. Es täten sich auch gewisse ökologische Leistungen, die man momentan machen muss, erübrigen. Und vom Seben her gesehen ist das nicht einfach, zu mehr entscheiden, was man machen will in Zukunft.